dann haben wir auch gleichzeitig wieder ein neues Video für YouTube. 1500 Story-Views innerhalb von 2 Stunden. Das ist echt wild. Aber ich glaube, ich lasse mal den Chat einblenden. Auf Flex-Basis. Okay. Was habe ich letztens wieder gemacht, dass der Chat so groß ist? Von Jannis. Darf ich die fröhliche Stute aus Österreich sein? Jannis, wenn deine Löcher offen stehen, Bro, dann habe ich da gar nichts gegen. Von Cold Yannick. Was ist dein Traumwagen? Grüße, Cookie aus dem Chat. Bro, als ob ihr das immer noch nicht gecheckt habt, dass der Lexus LC500 wirklich die Traumkarre der Vergeltung von mir ist. Oder ich muss sagen, dieser neue Porsche, der rausgekommen ist. Alter. Das ist halt echt Next Level, ne? Diese 2 Karren sind gerade auf jeden Fall auf meiner Liste. Ich glaube, Lexus LC500 brauche ich euch nicht zeigen. Guckt einfach von JP das Lexus LC. Von Flagge Henry, warum keine Vape-Fragen? Weil der Insta-Account, der hier unten auch zu sehen ist, der Steven Angel-Account, ist halt ein Account, der um mich geht. Deswegen solltet ihr auch private Fragen an mich stellen und keine Vape-Fragen. Dafür habe ich einen Vape-Account. Keine Frage, aber liebe Grüße an dich. Danke, Jonathan. Meinung zum Schulsystem von Raffi Brauner. Ich muss sagen, ich feiere wirklich null das derzeitige Schulsystem, was in Europa am Start ist. Es ist halt legit so. In Geschichte wird dir nur halt das Standardzeug beigebracht über alte Zeiten. Warum sind so viele Leute heute, ja, eingeschränkt in ihrer Intelligenz und in ihrem Leben? Weil wir einfach in Geschichte, no joke, immer den gleichen Rotz durchnehmen. Es ist immer das Gleiche. Genauso auch mit dem Deutschunterricht oder Erdkunde. Du lernst einfach nichts Neues. Deswegen, wenn ihr die Möglichkeit habt, sucht euch eine Schule, die auf das spezialisiert ist, das, was ihr später machen wollt. Ich zum Beispiel bin in eine Schule gegangen, Fachabitur am Berufskolleg in Coesfeld gemacht für Gestaltung und Design. Und das war die beste Schulzeit, die ich jemals hatte, weil da hast du teilweise echt was lernen können. Wahrscheinlich bin ich gerade Gestalter und Designer. Das Einzige, was ich hier designe, sind meine Layouts für den Stream. Hab's ja weit gebracht, Boys. Und ich wäre mal dafür, dass wir was über Steuern lernen, damit man nicht hier in irgendwelche Fallen reintappt. Danke. Darfst du nichts mehr zu Vape sagen oder warum? Von Erik. Ja, kann man so gesehen sagen. Also mein Account Angel Cloud ist ja auch gelöscht worden, weil ich da Shisha-Content gebracht habe und das jetzt auch auf YouTube nicht mehr so gesehen ist. Klar, ich darf da jetzt drüber noch was sagen, gerade auch hier im Stream, aber ich mache daraus keinen Content mehr auf YouTube, weil entweder wirst du von YouTube gebumst oder du wirst von Landeshandelsverbänden gebumst. Als nächstes haben wir Nils. Hast du mal vor, einen Job zu machen in einem anderen Bereich, der als Bearbeiten als Videos? Danke für diese nice Frage, Bro. Deutsch ist auf jeden Fall am Start. Wir haben noch gerade über das Schulsystem gesprochen, ne? Da haben wir einen ehrenwerten Kandidaten hier, der das Ganze wieder bestätigt. Bro, ich habe schon viel in meinem Leben gemacht. Ich war mal Putze. Ich habe halt legit früher geputzt. Ich habe sehr viele Praktikas gemacht bei, weiß nicht, Reifenböving, im Schwimmbad. Ich habe mich halt immer neu erfunden. Und als nächstes, mein letzter Job war, by the way, im Einzelhandel. Und als nächstes werde ich, ich glaube, Einzelhandelskaufmann in einem Shisha-Shop. Wahrscheinlich. Ist auf jeden Fall was für nächsten Monat geplant, weil ich einfach mal ein neues Gebiet erkunden möchte. Was ist die billigste Vape, die du jemals hattest? Danke, Luke, offiziell. Dann kann ich dich jetzt mal direkt löschen. Welche Vape würdest du für 13 Jahren empfehlen von Isa? Oh, Isa, bist ja heute wieder richtig witzig, Mann. Wie stehst du zu Silvester, sprich Böllern und Co. von Pascal? Silvester zelebriere ich jetzt nicht so stark. Ich bin jetzt nicht so der Knallertyp, ich knall woanders. Silvester fühle ich halt nicht so krass. Da renne ich halt lieber auf meinem Privatgelände mit meiner Schreckschuss rum, baller ein bisschen. Und dann genießt man einfach seine Zeit mit seinen Liebsten. Silvester ist für mich einfach nur, ich versuche ein geiles Video zu drehen, die dann von YouTube gesperrt werden. Danke, geht nochmal dafür raus. Kannst du einen E-Scooter weiterempfehlen? Wenn ja, welchen? Von Juri. Juri, du solltest den Kanal Angel Tech abchecken. Da habe ich einen E-Scooter vorgestellt. Wenn das hier wirklich ein Video auf YouTube werden sollte, habe ich dir das mal in der Beschreibung verlinkt. Von Louis Beck, wer ist dein Lieblingssänger, Sängerin oder halt Rapper, Rapperin? Elias und UFO. Elias und UFO. Zu viel, zu viel, zu viel. Mann, selbst du hast so viele Spastis auf Insta und so weiter. Dachte nur, wir Mädels haben die. Nee. Was auf Insta teilweise abgeht. Was hast du vor YouTube beruflich gemacht und wie hast du deinen Traumberuf gefunden? Von Emilio. Ich bin in YouTube reingerutscht. Ich habe einfach legit einfach mal ein Video hochgeladen und das ist halt echt scheiße angekommen. Aber ich habe nicht aufgegeben und jetzt bin ich hier mit einem gelöschten Kanal und der andere Kanal ist tot. Kuss geht raus. Ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Wünschst du dir eines Tages Kinder? Auch von Emilio.
Kinder sind gerade nicht geplant. Bro, ich bin selber noch ein Kind. Guck dir mich an. Ich denke, mit meinem Bart sehe ich aus wie 24. Bin ich nicht. Bin einfach legit 14. Kinder sind gerade nicht geplant. Aber ich denke so, wenn ich so 32, 35 geworden bin, sind ja noch über 10 Jahre. Dann können wir mal reden. Was war dein erstes Auto? Mit wie vielen Jahren hattest du es? Von TXXM. Mein erstes Auto war wirklich ein Renault Megane. Gesponsert von meinem Opa. Der ist den gefahren. Das ist der Megane 3. Und der hat wirklich geschluckt. Da sind Prostituierte in Frankreich ein Scheiß gegen. Legit, ich musste einmal pro Woche volltanken. Und ich bin sanft gefahren, auf entspannt. Das Ding interessiert's nicht. Und da war ich 21. Ich habe den Führerschein erst mit 21 bestanden. Ist auch eine lange Story. Christina, bist du's? Was glaubst du, wäre, wenn du nicht mit YouTube angefangen hättest? Ich glaube, ich hätte halt weiter Filme gedreht. Ich habe halt früher ein professionelles Team aus allen möglichen Leuten zusammengeruppt, um professionell Filme drehen zu können. Und dann ist uns da ein kleines Fauxpas passiert, wo ich dann auf einmal einen saftigen Batzen Schulden hatte. Und ich denke, hätte ich YouTube nicht angefangen, Video drehen ist einfach Liebe. Ich sag's ja so, wie es ist. Wäre irgendwie ein Dickpick von mir irgendwann geleakt worden, ich weiß nicht, warum man Dickpicks macht, aber hätte ich irgendwann einen Dickpick gemacht und es wäre geleakt worden, wäre ich safe in die Pornoindustrie abgewandert. Tat zwar kraftig. Ansonsten hätte ich weiter normale Filme gedreht. Auch nochmal von TXXM. Was sind deine nächsten Ziele oder Wünsche auf Twitch, YouTube? Twitch-Partnerschaft vielleicht? Twitch, mach bitte kein Auge. Gönn doch, Mann. Ich bin hier wirklich jeden Tag am Start. Finn Reichlin, was machst du während Corona? Ganz im Ernst, mein Alltag hat sich nicht verändert. Ich sitze halt immer noch hier vor meinem PC, immer hier und schneide Videos, produziere von zu Hause aus. Für mich hat sich eigentlich gar nichts geändert, außer dass man nicht in der Shisha-Bar oder essen gehen kann oder so. Warum schicken Männer oft Dickpics? Das ist ein Mysterium. Das verstehe ich selber nicht. Als ob irgendeine Perle da draußen auf einen Dickpic reagiert. Oh ja, Digga, oh ja, richtig geil, ey. Da muss ich mir immer direkt meine Freundin holen und das Ding mal absneaken. Will den Scheiß echt nicht sehen. Es gibt aber auch wirklich Mädels, die feiern Dickpics. Die schicken dann als erstes einen Nude und dann heißt es, yo, schick mal Dickpic. Das geht ja noch klar. Aber wenn du ein Kerl bist und du schickst von Anfang an Dickpic, du wirst einsam und alleine sterben, mein Freund. Wie heißt die Kamera mit dem 360-Grad-Winkel in deinen Stories? Die habe ich sogar hier gerade liegen. Da wird noch ein Video auf Angel Tech kommen. Das ist die Insta360 One R. Gerade nicht mit dem 360-Grad-Modul drauf. Das ist das 4K-Modul. Von Moritz, welches Jahr von so 2016 bis 2020 war für dich das Schönste und Beste? Ich würde sagen 2019. Geldtechnisch sehr gut. Wir konnten uns sehr viel leisten, was man über die Jahre hin versäumt hat. Ich bin jetzt seit 2013 selbstständig. Und 2019 war das erste Jahr, wo ich halt wirklich rausgekommen bin. Wo ich wirklich gesagt habe, okay, ich gebe jetzt wirklich mal Geld aus, um irgendwo hinzufahren, um abzuschalten. Ich habe immer gehasselt, gehasselt, gehasselt. Und das war eine geile Zeit. Ich sag's ja immer, wer sagt, dass Geld nicht glücklich macht, das ist einfach eine Lüge. Geld kann wirklich glücklich machen. Aber ich muss auch gestehen, dass es mir 2019 psychisch wegen der Schwindelmigräne auch sehr, sehr schlecht ging, obwohl ich so viel Geld gemacht habe. Also, Geld ist nicht alles, aber Geld kann das Leben verschönern. Bist du an eigenem Merch interessiert? Bro, ich habe eigenen Merch. Bro, ich habe legit eigene Merch. Der ist in der Beschreibung verlinkt. Und auch hier auf Twitch könnt ihr gerne Ausrufezeichen Merch eingeben. Ich lese jetzt extra seinen Namen nicht vor. Hat seine eigene Klamottenmarke, glaube ich, gerade rausgebracht oder ist schon seit längerem mit seiner eigenen Klamottenmarke auf dem Markt und hat mich, wo ich meinen Merch in der Story verlinkt habe und hat mich drauf markiert mit einem Verkaufslink zu seinem Merch oder zu seinen Klamotten. Bruder, marketingtechnisch auf jeden Fall ganz andere Wellenlänge. So wird's hier nichts mit der Kooperation. Kuss. Geht raus.